die ganzen Hohen durchkommen. Das dauert dann natürlich ein großes Weilchen, bis die alle in der Animation durchgelaufen sind, aber hey. Okay, bei dem kann ich euch zeigen, Titan. Ich glaube, das war der letzte, den ich euch gezeigt hatte, als wir ihn gefunden haben. Ramo haben wir gefunden im Chocobo. Im Chocobo-Rennen. Kurz nach dem Wüstengefängnis. Titan haben wir gefunden. Im zerstörten Makoreaktor in Gongaga, da wo Zek gewohnt hat. Mit ganz toll verbackten Bodentexturen. Da das ein Erdangriff ist, hat er auf diese Viecher natürlich keinen Effekt. Kann man sich denken, ne? Wenn ihr irgendwie groß die Erde beben lassen und umschmeißt, das kümmert die einen Scheißdreck. Jetzt kann ich Titan nicht nochmal beschwören. Deswegen beschwöre ich Odin. Schlägt Gegner. Das ist ein besonderer. Hat auch wieder zwei Animationen. Einmal diese hier. Stahlklingenschwert. Die verwendet... Das ist auch ein Klassiker. Odin gibt es auch in vielen Teilen. Nicht so viel wie Shiva und Ifrit, aber in vielen. Und er hat immer diesen Effekt. Dieses Schwert, dieses Pferd. Hat halt ein Vorbild, ne? Odin, nordische Mythologie. Zack. Da haut er zu. Ja, hallo, Grafikfehler. Und die Gegner schneidet es in die End 2. Ist ein Instant-Totangriff. Wenn er einen Gegner hat, wo er das Stahlklingenschwert nicht, wo das nicht wirken würde, dann verwendet er einen anderen Angriff. Da wirft er so eine Lanze. Die halt Schaden macht. Aber ich glaube zum Beispiel nur gegen ein Ziel. Ja, zeige ich euch dann, wenn ich die anderen Aufrufe durch habe, in der Gelnenka. Weil, wie gesagt, gegen die Viecher da dürfte das Ding nicht wirken. Die anderen Aufrufe zeige ich euch jetzt hier, einfach weil leichter und weniger Stress. Eigentlich scheißegal, wenn ich es auch hier da unten machen kann. Aber hey, ich mache das jetzt hier, weil hier die Gegend schöner ist. Punkt. So, Odin haben wir also auch gezeigt. Leviathan. Den haben wir in Wutai gefunden, in der Höhle oben. Stimmt das überhaupt? Ja doch. In der Höhle oben beim Dachau. Da haben wir, nein, gar nicht. Leviathan haben wir bekommen, als wir den Turm durchgemacht haben. Als wir die 5 Weisen inklusive Yuffies Vater, als 5. besiegt haben im Kampf. Da hatten wir Yuffies neuestes Limit gerade neu, irgendwie so. Da haben wir Leviathan bekommen. Den Scharfsinnigeren unter euch mag aufgefallen sein, ist dein Wasseraugen. Ja. Ist schlicht, ist einfach, funktioniert. Es gibt, soweit ich weiß, kaum wasseranfällige Gegner. Das ist das Manko an der Sache, aber... Hey, wer drauf steht. Die meisten Bosse sind ja eh relativ elementneutral und deswegen, zählt er einfach nur, wie stark haut das Ding zu. Und da ist Leviathan schon gar nicht schlecht bei. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ist aber einer der Aufrufe, den man üblicherweise erst später bekommt, weil, wie gesagt, man kann sich den schon holen, so früh wie ich es gemacht habe, sobald man dieses Flugzeugchen hat, das dann abgeschmiert ist. Manche Leute machen das aber erst später, wenn sie noch höher trainiert sind und diesen Deppen da von Corneo, dieses Viech, besser tot kriegen, also so gut wie ich. Ich war ja schon übertrainiert dann. Ja. Bahamut haben wir gefunden im Tempel des alten Volkes, als wir den roten Drachen besiegt haben. Ach, und Odin war in dem Nibelheim-Safe. Ich lasse mich viel zu leicht ablenken vom Geschwafel, ne? Also von meinem eigenen Geschwafel. Ich komme vom 100. ins 1000. und da rede und rede und rede. Und vergesse, dass ich eigentlich sagen will, wo ich welchen Aufruf habe. Während eines Aufrufs kann man übrigens... Ach, das seht ihr nicht. Schon gut. Das Ding ist elementneutral und durchschlägt die gegnerische Verteidigung. Das macht ihn so toll. Das ist einer der Aufrufe, die man wirklich bis zum Ende des Spiels durchnutzen kann, weil der halt elementneutral, hoher Schaden, relativ hoher Schaden, der ist ganz nett. Ist aber nicht der einzige seiner Art. Drachen sind toll, deswegen gibt es davon mehrere. Nein, Bahamut ist auch so ein Klassiker und die haben sich irgendwie gedacht, komm, wenn Bahamut so ein Klassiker und so toll ist, dann nehmen wir mehrere Bahamuts. Die auch alle irgendwie cool aussehen. Zumindest vom Design her. Die Animationen werden natürlich immer übertriebener.
Das ist halt so bei Aufrufen, ne? Ich meine, wer einfach nicht Final Fantasy 8 gespielt hat und Eden beschworen hat, das ist die Krönung aller übertriebenen Animationen. Der Gegner wird von einem kosmischen Strahl, wird mit einer Raumkrümmung in einen kosmischen Strahl gepackt und in die nächstbeste Galaxie geschossen. Irgendwie sowas war das. Ich mache erst die Bahamut. Wo sind die Bahamut? Wo sind sie? Ach, hier unten. Gut, Neo-Bahamut. Unaufhaltbarer Angriff ohne Element. Ja, das ist die gleiche Beschreibung wie eben. Gigaflamme. Also bei Bahamut hieß es Megaflamme und hier ist es Gigaflamme. Ja. Wieder unser schöner Bug mit den Bodentexturen. Eigentlich würden die jetzt auf so einem grünen Stück Erde hochschweben. Ne, ihr seht, hier muss jetzt schon Sicherheitsabstand eingehalten werden. Obwohl die Gruppe entfernt wurde. Der Neo-Bahamut ist größer als der normale, roter als der normale. Und stärker. Und rücksichtsloser. Der verdampft einfach mal das Stück Erde gleich mit. Wow, dann stürzen sie wieder runter. Und dieser Angriff ist nicht schwächer gegen Fluggegner. Nein. Auch wenn die leicht sanft runter segeln könnten anatomisch, die sind von dem Strahl so geflasht, dass die einfach nur wie ein Stein zu Boden stürzen. Gut, auch erledigt. Und wer denkt, das war jetzt krank, dem zeige ich gleich noch Bahamut 0 und dann machen wir mit den anderen Aufrufen weiter. Neo-Bahamut hatten wir bekommen. Oh Gott, wo hatten wir Neo-Bahamut bekommen? Neo-Bahamut hatten wir im Wirbelwind-Labyrinth gefunden. Da lag so ein ganz unschuldiger Aufruf rum. Einfach so. Und den haben wir mitgenommen und das war der. Was ich euch jetzt zeige, Bahamut 0 ist einer der stärksten Aufrufe im Spiel. Ich denke, der zweitstärkste. Wo ist er? Da nicht. Hallo Joker. Muss ich hier wieder wen wiederbeleben? Ah, da ist er. Nein, gut. Bahamut 0. Ach, Gottchen. Haben wir es denn langsam? Wenn die Kamera so scrollt wie jetzt gerade, kann man aber schon bevor sie gezeigt wird auf die Karte spähen. Wenn die nämlich so unten von den Füßen dieses Jokers wegfliegt, hat die schon die Originaltextur. Ja, wer hat da wartet? Bei Megaflamme und Gigaflamme kommt jetzt nicht natürlich die Terraflamme. Ja, es wird kosmisch. Ganz toll. Ups, sorry. Wollte nicht Pause machen. Ich wollte das Hilfefenster wegmachen. Ja. Uns werden einmal die Sterne gezeigt, warum auch immer. Und da ist der Vater aller Bahamuts. Der ist quasi schon tot, der ist im Himmel. Und macht einen auf Satelliten-Ionen-Kanone. Also ich denke zumindest, dass da so die Idee ein bisschen hergeklaut ist. Wenn man sich das so anschaut, doch, ne? Und stellen wir einfach keine Fragen, sondern freuen uns, dass es funktioniert und schön Schaden kommt. Tut weh. Also ich schätze mal, wenn City alle beschwören würde, dann würde spätestens Neo-Bahamut schon maximalen Schaden machen und der Rest darüber. Ist scheißegal, ne? Das sind die drei Bahamut-Versionen. Alle ganz toll Imba. Bahamut 0 war der Aufruf, den wir bekommen haben, weil wir in der Rakete den richtigen Code erraten haben. Wenn man das nicht schafft, hat man trotzdem noch eine Chance, diesen Bahamut zu kriegen. Indem man ganz viel im Bone Village gräbt, nach guten Schätzen wohl. Da gibt es dann eine kleine Chance, dass das Ding als Schatz ausgegraben wird. Ich betone eine kleine Chance, aber es ist möglich. Das Bone Village werden wir eh noch müssen, weil wir wieder nach Midgar rein müssen. Um ein paar Sachen zu besorgen, und zwar in einen anderen Sektor als Midgar, als wir bei unserem Story-Ausflug gesehen haben. So. Der nächste in der Reihe wäre dann wohl Hades, einfach weil ich es hier jetzt sehe. Ah ja, ihr könnt euch ja mal die MP-Kosten anschauen, ne? Ich habe vorhin geheilt, Yuffies MP sind jetzt auf die Hälfte runter. Hades ist ein Aufruf, der gar nicht durch Schaden besticht, sondern dadurch, dass er normale Kämpfe noch einfacher macht. Entschuldigung, ist so. Das ist ein Zustandsaufruf.
der macht er sich erstmal heimisch. Man will sich ja wohlfühlen da, wo man irgendwelche Gegner vergewaltigt. Hades, wo haben wir Hades gefunden? Zugeben, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich glaube, der lag in der Gelnenka rum. Der nebelt die Gegner mit seinen Dämpfen ein. Oh, macht in der Tat auch Schaden. Und gibt ihnen alle möglichen Zustände. Also gerade eben habe ich gesehen. Klein, Schlaf, Verwirrung. Was schon eine ganz tolle Kombination ist. Der kann auch noch Gift und Tobsucht und jede Menge Zustände. Also der kann wirklich viel verursachen. Im Prinzip fast alles, was der Gegner nicht gegen ihn holt. Kann man so mal ganz platt sagen. Natürlich bei Bossen jetzt natürlich fraglich, wie nützlich der ist. Ist außerdem ein giftelementarer Angriff und es gibt ein, zwei Gegner, die reagieren auf solche Angriffe ganz schön empfindlich. Aber auch nur ein oder zwei im Spiel und die liegen meistens vor der Gelnenka. Klar, ne? Die meisten anderen Bosse sind gegen Gift immun oder heilen, absorbieren es. Ist einfach so. Gift ist ein Element, das bringt es nicht so sehr. Als Angriff. Gift der Zustand ist natürlich toll. So. Ah, das haben wir auch gezeigt. Kyata! Wir machen jetzt einen kleinen Sprung zurück. Das sind diese drei Aufrufe, die so eine Lücke waren bei Yuffie. Kyata haben wir gefunden, als der schlafende Wald noch schlief. Da habe ich unter den Bäumen irgendwo sowas sich bewegen sehen und aufgehoben. Das war diese Aufrufsubstanz. Die ist deswegen besonders, weil sie, so wie der Zauber hatte, ganz viele Elemente hat. Wir haben es jetzt gesehen, Blitz, Eis, Feuer. Ein Element kommt noch. Das ist Kyata selbst übrigens. Und zwar Erde. Hoppala. Ist halt die Sache, wenn jetzt irgendeins von den Viechern irgendeines dieser Elemente absorbiert hätte, dann hätte der Angriff komplett, wäre der Angriff komplett absorbiert worden. Bei Immunität zählt das eigentlich nicht, denn dieses Flugviech war ja gegen Erde immun, trotzdem hat es Schaden bekommen von den drei anderen Elementen. Das bezieht sich wirklich nur auf Absorption und ich glaube Halbierung auch. Bei Immunität ist das so ein bisschen was anderes. Mit diesen Multi-Element-Angriffen muss man aufpassen. Die sind, wie gesagt, immer so ein bisschen zwiespältig. Aber man muss sagen, Kyata hat einen sehr guten Schaden. Basisschaden. So. Alexander, unser einziger Heiligzauber. Den haben wir bekommen am Gletscher. Da haben wir unsere Hände in die heiße Quelle getaucht und danach so eine komische Frau angesprochen. Der Boden stürzt ein. Das sieht man nicht schlecht. Und heraus fährt das da. Alexander ist grundsätzlich eine Maschine. Taucht nur in ein paar Teilen auf. 7, 8, 9, weiß ich jetzt gerade. Ist aber immer so eine große Maschine. Und ist immer heilig. Lasert da ein bisschen hin, explodiert alles und es gibt Schaden. Schönen Schaden wohlgemerkt. Heilig ist so ziemlich das einzige... Ist so ziemlich der einzige Zauber, den wir besitzen, der Heilig-Attribut hat. Man kann Aufrufe mit der Elementsubstanz kombinieren. Ich glaube, man kann sogar Aufrufe mit Zusatzeffekt kombinieren. Die Idee, die kommt mir gerade erst. Die teste ich jetzt mal. Und zwar bei Yuffie. Die hatte ja den Hades. Nein, Cloud hat den Hades. Wo ist Cloud? Wo ist Hades? Nein. Cloud hatte keinen Hades. Yuffie hatte Hades. Da ist er. Dann nehmen wir dein Morphback. Zusatzeffekt. Jetzt müssen wir noch die Schleife wegnehmen. Würde mich einfach mal interessieren, wie gesagt, also man kann zum Beispiel ein Angriffselement über mit Hilfe eines Aufrufs bewirken. Also einen Aufruf plus plus Element in der Waffe, dann hast du dann das Element dieses Aufrufs. Das geht genauso wie mit grünen Substanzen. Und jetzt haben wir Hades in der Verteidigung und wir sehen, da sind eine ganze Menge Zustände gleich mit abgedeckt. Wenn wir das jetzt in der Waffe machen, gibt bestimmt Leute, die stehen da echt drauf. Dass man die Waffe mit so vielen Zuständen zupflastert, dass der Charakter einmal zuschlägt und die Gegner damit fast komplett kampfunfähig macht. Klein Frosch. Damit ist der Angriffsschaden quasi auf Null. Verwirrung, Schlaf, Gift und Stumm. Zaubern kann er auch nicht mehr durch Stumm. Das ist eine Kombination, die man wohl verwenden kann, sag ich mal. Ist die vermutlich beste Anwendung für Zusatzeffekte. Ist natürlich ein bisschen witzlos, wenn wir die Schleife haben, aber nur mal so, es geht. Nur um das mal so zu zeigen. Wo ist meine Schleife hin? Da. So viel Zeug. Ich habe jetzt eben in irgendeinen Aufruf rausgenommen. Nein, Quatsch, ich hatte Morph rausgenommen. Das war... So. Wir haben jetzt auch die meisten Aufrufe schon durch. Ein paar fehlen noch. Ne?